Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Taco-Shop, was ich euch mitgebracht habe, von Kobi, die 3024 aus der World of Tanks-Serie, die Maus. 890 Teile, 50 Euro Liste und ein sympathischer junger Kommandant ist dabei. Da stehen wir. Ein Block in Grau. Genau, so ist es. Es ist die neue Version, es ist die Pad-Printed No-Stickers-Variante. Also einmal kurz die Box. Hier sind so ein bisschen Bonusgerümpel dabei für World of Tanks. Und hier unten seht ihr ein Foto, ein Screenshot aus dem Spiel. Und Moment, wo steht's? Pad-Printed No-Stickers. Und hier seht ihr es, in der EU hergestellt. Alle anderen produzieren, also die Chinesen sowieso billig in China, Lego produziert auch billig in China, Kobe produziert teuer in der EU. Die sind auch kein Schnäppchen, das wisst ihr, sage ich ja auch immer. Es gibt Preisbrecher, die ich euch ja auch mal vorstelle. Kobe ist nicht wahnsinnig, ist nicht billig. Manchmal sind sie günstig, ich würde sagen, sie sind ein bisschen preiswerter. Aber natürlich 890 Teile und das sind große Teile, hier ist kein Kleingefuddel dabei. Ihr müsst natürlich die 96 Ketten abziehen, wenn ihr möchtet. Und Ersatzketten, also 98 Kettenglieder drin. Es sind aber gescheite große Teile und sind sehr gute Teile. Ihr wisst es bei Kobi, die Qualität stimmt. Und hier ist auch noch alles bedruckt, keine Sticker. Wunderbar. Die erste Maus, 3024, die auf dem Markt war, die hatte noch Sticker dabei. Vor allem auch für die, wenn man das personalisieren wollte. Zeige ich euch gleich noch. Da waren ein Sticker dabei und die hier ist jetzt komplett bedruckt. Alles, was ihr seht, ist bedruckt oder sogar so ein bisschen im Profil. Habe ich euch auch beim Opel Blitz gezeigt von Kobi. Das mag ich besonders. Viele Teile von Kobi finde ich großartig. So, kommen wir erstmal auf das Wichtigste, die Maße zu sprechen. Wir sind nicht ganz im Maßstab von den anderen Panzern, ja, von Kobi. Die Maus ist ja nie wirklich unterwegs gewesen, aber ist ja kaum... Ich glaube, halt im großen Panzermuseum ist er ausgestellt, aber die hat nicht wirklich eingegriffen. Jetzt mal nur die Wanne. Hat knapp 33 cm mit Tanks hinten drauf. 33,5 und jetzt mit Kanönchen noch dazu. So, bei so 39 cm ungefähr. So 7,5 Wanne, dann hier bis Guckding 12, 12,5. Und dann ist halt die Frage, was ihr hier machen wollt. Kommt man bis zu 20 cm hoch. Breite, kuschelige 14,5 cm. So, das sind mal die Ideen. Aber jetzt ist jetzt nicht der Maßstab, wenn man hier ein T34 daneben stellt oder so. Das passt nicht ganz. Ja. Aber mächtig, groß, dreht fast frei. Und hier kommt es auf eine Sache an, vor allem Thema. Also es dreht prinzipiell frei. Ihr müsst nur immer alle Platten ganz gerade drücken. Wenn hier natürlich was raussteht, kann das Ding hier nicht sauber rüber. Ihr merkt dann auch genau, wo es hängt. Dann könnt ihr mal gucken, drückt ihr wieder runter. Prinzipiell ist das vollständig frei 360 Grad drehend. Aber es sind sehr viele Platten und das Ding gleitet da in einem Zehntel Millimeter drüber. Also guckt immer, dass alles sauber festgedrückt wird. Das Ding überhaupt, das ist nicht nur ein Panzer, das ist ein Bunker. Das Teil ist unglaublich stabil. Das ist richtig dicht. Das ist auch... Ich habe eine kurze Story bei Instagram gepostet gehabt dazu. Obwohl, wenn ich das Video live komme, ist die wahrscheinlich schon wieder offline. Das hätte ich besser timen können, gell? Ja, da habe ich den gebaut. Es ist am Anfang, die ersten Tüten sind nur schwarz, denn alles, was hier drin ist, ist schwarz. Und dann wird einmal mit hellgrau drüber gelegt. Es gibt dann noch so farbige Highlights, wie hier so ein Dark Blue Gray. Oder ist eher so ein Kanonengrau. Hier drin ist kein Gelb verbaut, kein Grün verbaut, kein Rot verbaut, kein Azur verbaut, kein Pink, kein Nix. Das Ding ist schwarz und grau. So wie sich das gehört. Das haben sie gut gemacht. Das heißt, dieser Panzer, wir sprechen gleich noch über die Funktion, aber diesen Panzer verkaufe ich bei mir häufig, generell die World of Tanks Dinge, als Startobjekt, wenn man einfach mal vielleicht was Eigenes bauen möchte. Muss auch kein Panzer sein, irgendwas. Das ist schwarz und hellgrau. Sensationell. Daraus kann man was bauen. Das hier kann man ausschlachten, das Ding, wenn einem diese Form nicht gefällt. Denn dazu komme ich jetzt. Ich finde ihn nicht wahnsinnig gelungen. Optisch. Ich bin aber auch kein riesiger Panzerfreund. Ist auch so ein Punkt. Mich begeistern die Dinger, aber dieses Modell speziell ist jetzt, sagen wir mal, an zwei, drei Ecken gewöhnungsbedürftig, finde ich. Der Bau hat mir allerdings Spaß gemacht, weil er ein paar nette Ideen drin hat und es ist wirklich,
Also hier dran, ich kann es euch ja mal zeigen, also man kann ihn hochheben, aber das hier kann man vor allem auch abnehmen. Das ist ein Block, das ist ein massiver Block, da kannst du dich draufstellen, das interessiert das Ding nicht. Die Seiten werden dran gesetzt, kann ich euch das mal sinnvoll zeigen. Das nimmt man ab, ja, hier sind Brick Modified an der Seite dran, aber ich meine, das ist auch einfach massiv. Es ist einfach massiv gebaut, ist völlig verrückt. Und ihr seht drin, der Block ist einfach schwarz. Fertig. Und wisst ihr was? Ich konnte es sogar bauen. Es war zwar schwierig, wie gesagt. Viele bunte Farben hätten das für die Anfänger einfacher gemacht. Aber das ist halt kein Anfängerset. Ne? Einen Fünfjährigen würde ich es nicht geben. Kann man überhaupt drüber nachdenken, ob man einen Fünfjährigen Panzer gibt. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Hier unten seht ihr dann eine Technikstange, die kommt hier raus. Die dreht sich auch. Und die wird hier eingesetzt. Und dadurch dreht es fröhlich. Das sind übrigens diese gesamten wunderbaren Fliesen, die es bei Kobi gibt, die auch hochglänzend sind. Die sind nicht matt. In allen möglichen Variationen. Und auch diese Wedge Plates als Fliese. Das sind ja auch alles Sachen, die es bei Lego nicht gibt. Auch hier die Verschalung, das gleiche wie hier. Das wird einfach rangesetzt. Kann ich euch auch mal zeigen. Stabil. Ihr wisst, Kobi ist unfassbar stabil. So, da drin ist schwarz. Das ist es. Und dann die Ketten kennt ihr. Jetzt kommen wir gleich zu unseren Ei. Ich zeige euch mal den Kommandanten, dann packe ich ihn nämlich weg. Ein sympathischer junger Mann mit einem Werkzeug und einem Fernglas in der Hand. Viele kleine Räderchen, die man hier baut. Und die drehen alle wunderbar leicht. Das ist ganz hervorragend. Die Ketten sind breiter als bei normalen Kobi-Panzern, bei den kleineren. Und deswegen, sie rollen sehr, sehr gut. Sie rollen wesentlich besser als Lego Tracks. Ja, also gar kein Vergleich, 100 mal besser. Aber nicht ganz so geschmeidig wie in den kleineren Panzern. Die kleineren Panzer sind noch ein Stück besser. Also der Tiger 131 oder sowas, Tank Museum oder der Leopard, läuft immer noch gut, immer noch geschmeidig, aber nicht ganz so gut wie die andere, möchte ich damit sagen. Ne? Ich glaube, ich habe den Punkt irgendwie hingekriegt. Jetzt gibt es so Details, die kommen, da bin ich aber nicht so tief drin, weil ich, wie gesagt, bei Panzern nicht voll dabei bin. Dass man sagt, man hätte jetzt hier hinten noch mehr von den kleinen Räderchen reinpacken müssen, habe ich gelesen. Das ist so ein Punkt. Man hätte das irgendwie auf zwei Ebenen, glaube ich, machen müssen. Oder kleinere Räderchen rein, solche Sachen. Wenn ihr euch an sowas stört, wird es wahrscheinlich problematisch. Ich glaube, dann hätte man auch die Maus einfach größer bauen müssen. Die Maus war ja absurd. Also wenn ihr kurz mal, ich meine, ich habe mein Wissen aus Wikipedia, also könnt ihr euch jetzt überlegen, ich weiß nicht genau, was da wirklich genau passt und es in Ordnung ist, aber das Ding hat 180 Tonnen gewogen. 180 Tonnen, das ist dreimal so viel wie ein Abrams oder ein Leopard 2. Ist völlig verrückt. Das Ding ist ja auch überhaupt, das war kein Panzer, das war, wie es da ja auch drin steht, das war ein rollender Bunker. Ein sehr langsam rollender Bunker. Und mit einem Spritverbrauch von 3800 Litern auf 100 Kilometern. Ist völlig verrückt. Auf der anderen Seite denke ich mir, so ein Gasturbinen-Ding, habe ich gesehen, verbraucht 1500 Liter auf 100 Kilometer. Dann finde ich den jetzt für damals dreimal so schwer gar nicht schlecht. Ein sehr effektives Gerät. Nur, dass der neue halt irgendwie 80 fährt und der irgendwie 13. Aber ist ja auch egal. Also vom Prinzip her, man hätte das vielleicht ein bisschen üppiger machen können. Und ich zeige euch mal alle Funktionen, die er hat. Das, dann den haben wir gedreht und das klappt sich auf. Das war's. Ist ziemlich überschaubar. Hier könnt ihr den Kollegen reinsetzen. Und hier könnt ihr auch den Kollegen reinsetzen. Es sind jeweils zwei Löcher drin. Aber hier ist jetzt nicht was Cooles, dass man das aufklappt und den riesigen Motor sieht oder sowas. Und also irgendwas in der Art. Da ist gar nichts. Also das ist wirklich einfach ein massiver Block. Und ihr seht drin die ganzen großen schwarzen Bricks, die da verbaut sind. Ich hoffe, ihr seht die ein bisschen. Die großen schwarzen Bricks. Also zum Ausschlachten ist dieses Modell und zum Entwerfen eines eigenen entweder Panzers oder irgendetwas in Hellgrau. Was auch immer. Und wenn es Raumschiffe sind, wegen der coolen Fliesen und Flügelelemente, die hier drin sind, die halt als Fliese gebaut sind, schlachtet ihn aus. Dafür ist er gut. Wunderbare Plates hier drin. Alles in Masse, alles gleich, alles wunderbar. Ist in vier Bauschritte unterteilt, also falls ihr ihn bauen wollt, ist überhaupt kein Problem. Nur mal kurz, ihr kennt ja die Kobi-Anleitungen, dass immer der aktuelle Bauschritt in Farbe gedruckt ist, alles drunter ist ausgegraut. Gibt keine Rätsel auf, das funktioniert auch alles einwandfrei. Hier seht ihr einen schönen Moment. Hier seht ihr, wie diese Ummantelung hier unten drunter festgemacht wird, damit es stabil bleibt. Ja? Das Glas wird umgeklappt.
Das ist der Moment hier. Man baut das oben, faltet es dann um die Ecke und macht es hier fest. Super stabil hier die Ecke. Super stabil. Diese nicht wahnsinnig stabil, die sind einfach nur aufgesetzt. Da muss man immer mal ein bisschen gucken. Die gehen relativ leicht ab. Aber ich meine, das ist eh kein Spielmodell. Wie gesagt, dafür hat er keine Funktion, mit dem man irgendwas machen würde. Das passt schon so. Ne? Ja. Also, so bewegen sich die Ketten übrigens auch nicht. So geht's. Aber natürlich besser, wenn der Turm drauf ist, damit er Gewicht drauf hat. Und dann läuft er gut. Warte mal, wo war das? So. Ich packe den mal wieder dran, damit er wieder aussieht, wie er sollte. Und dann können wir gerade mal über das Aussehen sprechen. Und wie gesagt, da vielleicht scheiden sich da die Geister. Vielleicht ist es okay. Vielleicht ist es ja auch im Maßstab okay. Aber so 100% die Wanne hier unten, das finde ich eigentlich gelungen. Wie gesagt, hier hätte ich gerne eine Klappe gehabt, um das aufzumachen, um irgendwie ein bisschen mehr Gaudi damit zu haben. Oder hier irgendwas zum Aufklemmen. Also was zum Aufklemmen, weil da ist echt Platz drin. Das passt schon. Cool finde ich hier die... Die haben, ich hoffe, das sieht man, die sind so ein bisschen stumpf. Die haben eine raue Oberfläche. Das finde ich eigentlich ein sehr cooles Teil. Das gefällt mir. Und hier sind übrigens noch extra Teile, die übrig geblieben sind. Nichts Besonderes. So, aber jetzt kommen wir mal hierzu. Und da gefällt mir das hier nicht. Dieses gewölbt, gewurschtelt, das ist wie beim U-Boot 4805, was ich euch gezeigt habe. Das hier, also das hätte irgendwie so ein bisschen schöner um die Ecke gehen können. Und hier hinten hätten wir, da gibt es ja diese Eckslopes von Lego, gibt es ja in hoch. Hey, Kobi doch auch malen können. Hier einfach hochziehen. Weil diese Stufe hier verstehe ich nicht so richtig. Das hätte schöner um die Ecke gehen können. Schon mit einer geraden Linie, aber irgendwie geschlossener um die Ecke gehen können. Wie gesagt, alles Prints. Das hier ist ein Print. Und hier oben die Pünktchen drauf sind tatsächlich zu ertasten hier an der Seite. Ja, das ist nicht nur draufgedruckt, das kann man ertasten. Also das hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass das ein bisschen schön ist. Das hier vorne ist übrigens auch ein Print. Das hier auch im Print. Es ist wirklich gelungen. Also vom... Viele Dinge sind gelungen. Das hier würde ich gerade so lassen, wie es ist. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr, wenn ihr ein bisschen tiefer im Thema drin seid, was mit dem Design, dass ihr sagt, na, der hätte hier und vielleicht noch, weiß ich nicht. Da bin ich nicht so drin. Er hat beim Bau keine Probleme gemacht und ich finde, so wie er hier steht, sieht er gut aus. Was man natürlich machen kann, darauf habe ich nicht so sehr geachtet. Hier seht ihr den Anguspunkt hier, vielleicht seht ihr ihn, den Anguspunkt drauf. Dann kann man natürlich die Platte andersrum bauen, damit der Anguspunkt hier unten in der Mitte drin ist, damit man ihn nicht sieht. Darauf habe ich jetzt beim Bau dieses Modells nicht wahnsinnig geachtet. Bei einem Grauen finde ich es auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Hier hätte man das vielleicht auch mal machen können, oben halt immer darauf achten, dass der Anguspunkt nach innen gedreht ist. Meine Güte. Die Kanone ist nicht in der Mitte, wie ihr seht. Das macht mich natürlich immer ein bisschen fuchsig. Ja? In der Mitte wäre das natürlich ein bisschen cooler. Ah, ja klar, hoch und runter habe ich euch ja vorhin beim Ausmessen schon gezeigt. Das ist natürlich auch eine Funktion. So, jetzt gucken wir mal, dass ich den da auch wieder gescheit drauf kriege. Ja. Hallihallo? Willst du da nicht drauf? Doch, will er. Kann man natürlich machen. Und hier an der Seite kann man dann theoretisch auch bis auf den Boden runter und dann dreht er sich. Ja? Ich glaube, ich habe nichts vergessen, aber so viel war es ja auch nicht. Also von daher bin ich guter Dinge. So, haben wir den jetzt. Kurz mal einen Schluck zur Stärkung aus der Heldentasse. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse, ihr wisst das. Großartig. Jetzt steht er da so. Und ist eigentlich auch ganz hübsch. Wenn man auf hellgrau steht und auf dem Klotz steht. Und die Form mag. Und irgendwie Panzer mag. So, dann haben wir den. Ersatzteile weg. Anleitung weg. Box haben wir gesehen. Jetzt hatte ich ja, wie bei 4805, meinen lieben Kunden Hans bei mir. Und der hat mir, ihr habt es ja schon hier hinten stehen sehen, seine Variante gegeben. Schaut mal. Jede Maus braucht einen Freund. So, haben wir da. Und da haben wir die zwei. Und er sieht halt schon ein bisschen nach Einsatz aus, würde ich sagen. Und hat einen enorm coolen Look. Und auch für euch gleich der damit für euch zum Vergleich, das ist die alte Variante der Maus mit Aufklebern und ihr seht auch mit einem anderen Rohrdesign, das sind viele kleine Stücke, das sind drei, vier große Stücke, das sind viele kleine. Und wie gesagt, ja, Aufkleber überall, keine Prints, also nur hier mal ein, zwei Stellen, aber ansonsten gab es hier dann noch was dazu zum Personalisieren. Warte mal, hier vor allem, da und so und... Und wo ist, glaube ich, auch noch ein Name drauf geschrieben oder sowas. Also da konnte man verschiedene Dinge machen mit Aufklebern. Hier alles als Print gelöst, ist natürlich die wesentlich schönere Angelegenheit.
Natürlich genauso stabil, keine Frage, aber ich wollte euch einmal kurz das zeigen. Auch die Ketten, ne? Auch Fahrwerk, alles. Oder das Laufwerk? Weiß ich gar nicht. Hui. Keine Ahnung, wie man es nennt. Lässt sich natürlich genauso drehen, alles wunderbar, überhaupt keine Unterschiede, aber er sieht halt einfach unglaublich cool aus. Unglaublich cool. Funktionsmäßig kann ich euch da, wie gesagt, mit nichts weiter beglücken. Aber auch drin, also es ist alles tatsächlich an, ist nicht irgendwie, dass man innen dann auf Helles stößt und es sieht doof aus. Nur wenn man Teile abmacht, wird es drunter hell. Alles andere, nur damit ihr mal den Kontrast seht, wenn man das hier abmacht, das ist dann noch Originalfarbe drunter. Und das ist, ich finde das, er sieht, das halt eher zum Ausschlachten, wenn ihr wollt, dass ihr jetzt irgendwie nochmal was anderes draus baut. Und das hier ist dann die Nummer für die Vitrine. Und ich finde, das sieht so cool aus. Also wer das kann, reingehauen. Das Modell bietet sich ja mal 100-mal an und sieht so richtig, sieht halt wesentlich bedrohlicher aus. Ich meine, das ist auch ein Panzer. Ja, dann passt das. Und dazu habe ich auch nochmal zum Vergleich für euch die alte Box. Und da seht ihr den Aufkleberbogen. Genau. Und da ist es noch nicht pet-printed, steht nicht drauf. Nur, dass es in der EU hergestellt wurde, weil das hat sich bei Kobi natürlich nie verändert. Und da könnt ihr euch überlegen. Also vom Coolness-Faktor her, glaube ich, ist hier wenig zu machen. Das Ding ist maximal. Aber auf der Seite ist es halt natürlich auch noch für eine Zweitverwendung in irgendeiner Form klar zu geben. Und ich glaube, die Hälfte von der Leute, die das Ding bei mir gekauft haben, haben ausgeschlachtet, haben daraus was entworfen. Vielleicht haben sie zwei gekauft und haben dann die Maus in dem Maßstab gebaut, in dem sie sich sie vorstellen. Ich nehme an, dann kann man auch solche Details wie hier vorne einfach besser lösen. Kobi hat bei dem Set hier jetzt bis auf solche Luken hier praktisch keine Sonderteile verbaut. Das sind alles Standardteile. Vielleicht hätte sich es hier mal angeboten, hier vorne irgendwas zu entwerfen. Und vielleicht hätte man das Teil dann auch im U-Boot verwenden können. Vielleicht wäre das keine schlechte Idee gewesen. Möglicherweise. Aber das, ich finde das Ding schon ziemlich cool. Aber ja, ist jetzt nicht so detailgetreu wie vielleicht kleinere Panzer, wo man auch noch mehr Luken hat. Wie gesagt, Leopard 2 vor allem. Der ist auch wesentlich neueres Modell. Aber da stehen wir. Und ich fahre jetzt mit denen noch ein bisschen um die Wette. Richtig, ne? Die alten knattern halt auch mehr beim Fahren. Der ist halt auch echt... Ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Ich glaube fast, die kleineren Panzer gefallen mir bei Kobi besser. Ich werde jetzt nochmal aus dem Afrika-Feldzug, glaube ich, nochmal einen kleinen bauen. Rommels Mammut folgt noch. Und ich glaube, da stelle ich euch mal so zwei, drei Sachen von Afrika auf einen Schlag vor. Und dann gucken wir mal, habe ich auch die noch da, die Maus, stellen wir mal daneben und gucken mal, was da so passiert. Vielleicht habe ich da noch mehr Erkenntnisse. Ich muss da noch ein bisschen tiefer ins Thema rein, so halt bin ich so nicht. Ich interessiere mich ja bei Kobi, wisst ihr, vor allem für Flugzeuge und Schiffe. Aber die Panzer, ich muss sagen, also wenn ihr irgendwas haben wollt, die Dinger sind unfassbar stabil. Und das ist viel wert und die Ketten auch bei den Kleinen laufen sehr gut und auch bei dem Großen. Also wenn ihr von Lego kommt, werdet ihr begeistert sein. Wenn man von Kobi kommt, sagt man, hier ist ein Verbesserungspotenzial. Ich würde sagen, so kann man es hinpacken. Ich hau euch die Links unten rein, wo ihr sie bekommt. Klare Sache. Mittlerweile ist Kobi ja wirklich sehr gut verfügbar bei immer mehr Läden, weil immer mehr Leute merken, dass das echt gute Produkte sind, mit denen man auch lange Zeit Spaß haben kann. Und das ist kein schäbiges, billiges Zeug, bei dem man sich irgendwie Gedanken machen müsste, dass es irgendwann nicht klappt oder sowas. Bei mir war natürlich, es war alles dabei, klare Sache. Ihr wisst auch, falls ihr bei Kobi mal einen Fehlteil habt, genauso wie bei Lego mal einen Fehlteil habt, die haben einen Ersatzteilservice über die Webseite von Kobi. Und dann schicken die euch das zu. Ja, ist keine Sorge. Ist nicht so wie bei Xingbao oder sowas, dass man an den Importeur gehen muss. Ihr könnt direkt an den europäischen Hersteller gehen und die versorgen euch. Die haben einen Service. Das klappt kostenfrei natürlich, wenn was fehlt im Set. Keine Diskussion. Richtig. Ist doch spannend. Ich finde es spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder zumindest einen Einblick gegeben. Und dann könnt ihr entscheiden, ob das etwas für euch ist oder nicht. Denkt dran, dass das hier nicht das Light Blue Grey von Lego ist. Also es gibt einen anderen Touch an Grau in eure Sammlung, aber es ist nicht das Light Blue Grey von Lego. Deswegen benutze ich auch den Farbton nicht, sondern sage, es ist hellgrau. Das nur nochmal vorweg. Ganz wichtig, falls irgendjemand gedacht hat, oh super, den schlachte ich aus für mein Lego-Modell. Das wird auffallen, das ist eine andere Farbe. Genau. Ich soll vielleicht auch mal so einen Farbvergleich machen, oder? Von verschiedenen Herstellern. Können wir auch mal machen. Wir wollen so viel machen. Aber ich baue ja auch parallel gerade den großen Sternzerstörer von Lego 75252. Und ich habe wieder alte Technik am Start. Ist auch schon dabei. Und ich habe einen alten Katalog für euch. Es kommen so viele Sachen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Und der Tag hat nur 24 Stunden.
Wir kriegen es aber alles unter. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht tolle Sachen, habt gute Laune und nette Leute um euch rum. So muss es sein. Bis bald. Macht's gut.